Yo, das ist Morlock Dilemma. Wir sind bei Backspin TV in der Wohnung von Lars Unlimited hier auf dem Kiez. Und wie ihr seht, herrscht hier Sonnenbrillentragepflicht. Checkt das aus. Und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Es ist hier Brillentragepflicht, also trage ich eine Sonnenbrille. Du hast es gesagt, ich halte mich dran. Aber wir sind nicht hier für Sonnenbrillen, sondern für ein Mixtape, das am 1. Mai erscheint. Sag mir, warum 1. Mai? Ich halte das Mikrofon. Ja, sehr gut, er weiß warum. Also 1. Mai war eigentlich nur irgendein Datum. Also das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Ich habe irgendwann mal im Herbst gesagt, ich will das jetzt machen, ich will das jetzt rausbringen und habe dann einfach mit einem Dartpfeil auf meinen Kalender geworfen und dann war es der 1. Mai. Komischerweise auch ein Feiertag. Das heißt aber, die Leute, die vorbestellt haben, kriegen es dann am 30. Und aber kein tieferer Sinn. Ey, lass uns doch irgendwas draus bauen, irgendwas von Tag der Arbeit, Kampf. Ja, natürlich Tag der Arbeit, es ist immer wieder ein Kampf, ein Tape oder ein Album zu machen, von daher auch da der Kampf. Ein Arbeiter bin ich ja auch in Person, von daher lag das da nah. Ja, so zurecht würde ich sagen. Sind wir uns einig, ist eine gute Sache. Jetzt ist mir aufgefallen, das Alter Ego, der eiserne Besen. Hast du das vorher mal gegoogelt? Nee, wurde ich auch schon mehrmals jetzt darauf hingewiesen, dass es da irgendwie auch Ähnlichkeiten zu einem österreichischen Propagandamagazin der 20er Jahre gibt, was mir natürlich sehr leid tut, aber ich wusste es echt nicht. Ich habe es dann irgendwann von meinem Promomenschen dann so 2 Wochen vor Ende des Masters mitbekommen, da war es aber zu spät. Jetzt muss ich damit dealen und kann einfach nur wiederholen, dass es absolut unpolitisch ist. Und in dem Zusammenhang kannte ich den Ausdruck eigentlich auch nur als ja, jemand, der sich durchsetzt, wenn jemand kommt, der aufräumt. Und so war das auf die Battle-Ebene eigentlich gemeint. Es steht in den ersten Reviews, die man darüber lesen kann. Und es steht auch so ein bisschen in der Nochmal-Battle. Wieso fällt mir das näher? Es ist schon zu spät heute. Ich hab zu viel geredet schon. Nee, gar nicht, aber die ganze Backspin-Magazin-Vorbereitung und so, die frisst den Tag und dann bin ich irgendwann alle. Aber geht weiter. Sekunde, gib mir noch kurz 20 Sekunden. Puh, die böse Frage ist schon mal weg. Ja. Hab ich mir auch schon gedacht, dass das schon gefällt. Ja. Da will ich aber nochmal hinterher. Einmal hinterher. Machen wir weiter? Ist das dann irgendwas, wo man im Nachhinein auch, du hast es gesagt, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber auch vielleicht mal so einen Gedanken hat, vielleicht macht man auch einen Promo-Effekt daraus, vielleicht versucht man das irgendwie zu bauen, so, dass man wieder das, weil du stehst ja schon für Dinge, die mal so ein bisschen anders sind. Ja, aber in dem Zusammenhang fand ich dann das in Anführungsstrichen Original einfach zu krass. Also ich hätte mir da nicht die Finger verbrannt, da mit irgendwelchem rechten Gedankengut zu liebäugeln oder so. Im Gegenteil, ich dementiere jeglichen Zusammenhang und tue das natürlich auch hier. Und, aber wie gesagt, ich habe diesen Begriff, der eiserne Besen, den kenne ich schon seit meiner Kindheit, aber nicht in so einem Zusammenhang. Sondern? Naja, also meine Mutter hat immer gesagt, wenn du das Zimmer nicht aufräumst, kehrt der eiserne Besen. Das heißt, und dann war mir klar, okay, dann fliegt halt der Scheiß raus, wenn ich es nicht selber mache. Und dann kommen einem ja als belesener Mensch auch immer mal wieder so Schlagwörter in normalen Zeitschriften, sage ich jetzt mal, vor. Und da war auch der eiserne Besen drin. Und wir mögen ja, also unsere Titel waren ja eigentlich auch immer mit in so eine Richtung. Wir mögen ja einfach starke Worte. Und gerade für Alben, Omnipotenz in D-Moll, Index Finest, das klingt alles gut. Und der eiserne Besen hat sich da für mich logisch eingereiht. Lass uns über die Musik reden, denn die ist viel wichtiger. Es gibt 37 Tracks und das Ganze nennt sich Mixtape. Von der Qualität klingt es aber hier und da doch eher wie ein Album. Wusstest du am Anfang nicht, was am Ende dabei rauskommen sollte? Ja, so ist es eigentlich meistens. Also man muss dazu sagen, es sind zwar 37 Anspielstationen, wie man so schön sagt, aber manchmal ist halt auch ein Interlude oder ein 16er. Mir ging es einfach darum, viel Material, gerade viel Beats rauszubringen. Ballern so und da ging mir jetzt nicht, da war es jetzt für mich nicht so wichtig, irgendwelche Themenkonzepte durchzuarbeiten oder halt 16er Hook, 16er und so weiter. Also es gibt normale Tracks drauf, aber es gibt auch sehr viele einfach kurz angespielte Parts und dann der nächste und dann Übergang, halt so wie ich mir ein Mixtape halt vorstelle. Wie sollte der geneigte Hörer deines Mixtapes sich darauf vorbereiten? Also wenn er die CD kauft und sie mit nach Hause nimmt? Also ich sage es deshalb, weil wenn ich Sachen von dir höre, dann muss ich mich darauf vorbereiten, weil das kann man nicht nebenbei hören. Wie würdest du das, dein Rat, wie würdest du das machen? Ja, keine Ahnung, also ich würde vielleicht kein Rauchen vorher so, weil ich glaube, das kommt ziemlich stressig.
Aber ansonsten, ja, ich finde es schon schön von dir beschrieben. Also man sollte sich ein bisschen drauf einlassen. Es ist definitiv keine Radiodudel-Mucke, aber das ist man ja letzten Endes auch gewöhnt von den Sachen, die ich sonst auch mache. Es ist halt anstrengender Rap, aber Rap ist anstrengend. Rap soll anstrengend bleiben und ich distanziere mich von jeglichem Einfluss von Pop im Rap. Ja, aber ich dachte, vielleicht machen wir es jetzt konkret und erstellen so einen Leitfaden. Weil es gibt viele, die sagen, deine Musik ist anders. Genau das macht sie auch qualitativ hochwertig. Das macht dich besonders als Künstler. Aber ja, naja, gut. Aber jeder sagt mir halt, aber es ist echt schwer, sich darauf einzulassen. Und jetzt den Leitfaden. Brauchen wir einen Tee? Brauchen wir vielleicht ein Kerzenlicht? Brauchen wir vielleicht vorher einen Splatterfilm, den man gucken muss? Irgendwas? Ach, ich glaube, man braucht einfach nur eine ordentliche Portion Humor und den Willen, sich auch drauf einzulassen, weil ich glaube, heutzutage sind viele von diesem Fast Food, also nicht nur vom Essen her, sondern auch Fast Food im Sinne von, was man sich zuführt, irgendwie Mucke, Filme, und davon sind sehr viele dran gewöhnt worden, einfach, du musst schnell konsumieren können, und das ist definitiv, also meines Erachtens nicht der Fall da, du musst dich hinsetzen, du musst erstmal die Zeilen verstehen, dann irgendwie so die Metaebene dicken, gut, bei dem Battletape vielleicht nicht so, aber das sollte man machen, aber ich weiß nicht, ob man dazu Candylight braucht, ich glaube eher nicht. Tee wird wahrscheinlich auch nicht passen. Und warum ist das Ganze nicht politisch, nicht irgendwas, warum gibt es nicht irgendwas, wo ich jetzt... Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich habe vor dem Eisernen Besen Mixtape dieses Collabo-Album mit Hiob gemacht, Apokalypse jetzt, und das war ja politisch voll in die Fresse. Und danach dachte ich, okay, ich setze mich jetzt an eigene Projekte. Hiob arbeitet jetzt auch gerade an einem Album. Da brauchte ich einfach auch mal was, um einfach mal was wegzuschießen. Einfach mal durchziehen und ballern. So. Und da kam dieses Mixtape halt gerade recht. Ich sitze jetzt auch gerade wieder an einem Album und da wird es definitiv mehr Tiefe geben. Aber nach Apokalypse jetzt brauchte ich keinen politischen Inhalte. Ihr wisst also, was euch erwartet. Ich würde sagen, mir bleibt gar nicht viel mehr anderes übrig, als zu sagen, kauft es. Downloaden geht auch? Natürlich, man kann immer downloaden. Ja, ich meine mal gegen Bezahlung. Ja, das gibt's auch, und es gibt noch ein wunderschönes T-Shirt dazu, geht in den Spoken View Shop, spokenview-shop.com, da kriegt ihr das als Bundle mit T-Shirt und Poster, glaube ich, für einen 20er, für einen 20, wie wir es so schön bei uns zu Hause sagen, und das Tape gibt's, glaube ich, auch für 7 Euro, also es ist auf jeden Fall fast geschenkt, die Leute sollen sich's einfach mal auschecken. Und supporten, also doch kaufen, ihr wisst es, und vielleicht schenkst du uns noch eine CD mit einem Autogramm für einen Fan? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Die muss ich euch aber schicken, weil ich noch gar keine habe. Wenn wir das ausstrahlen, wird es da sein. Die letzte Sache dazu, wir brauchen eine Frage. Denkt ihr eine Gewinnspielfrage aus und dann können die Leute da draußen an online.backspin.de schreiben und dann gibt es eine CD zu gewinnen. Okay. Wie heißt Hiob mit bürgerlichem Namen? Wer das weiß, kriegt eine CD. Ich sag vielen Dank. Ich bedanke mich. Heute Abend viel Spaß auf dem Kiez. Und ich freue mich auf jeden Fall immer in Hamburg zu sein. Das ist kein Witz. Und sieh zu, dass du hier nicht geklaut wirst und morgen früh alle anderen Termine nehmen kannst. So sieht's aus. Viel Spaß noch. Dankeschön, auf Wiedersehen.